Hey und willkommen meine saftigen Gänse zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man extrem wahrscheinlich sein Dreampad sicher traden kann. Darum bleibt gerne dran, ich zeige euch heute in dem Video halt genau, wie es geht. Und dann noch ein kleines Special dazu. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig freuen. Ein Dankeschön an alle, die abonniert haben oder jetzt halt auch das Video gerade anschauen. Thank you. Und dann würde ich erst sagen, rede ich jetzt auch gar nicht so lange um den heißen Brei, sondern würde jetzt auch dann langsam anfangen. Und dann darum, ja, wünsche ich euch sehr viel Spaß beim heutigen Video. Und wie man jetzt sich sein Dreampad ertraden kann, das funktioniert nicht in Adopt Me sogar, wie es wahrscheinlich so viele dachten, bevor sie jetzt auf das Video klicken, sondern das funktioniert auf einer Webseite, die wahrscheinlich auch schon ein paar von euch kennen werden. PS, was ich vergessen habe zu sagen, die Idee habe ich bei RWX Julia gesehen, sie ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und genau, ihr müsst nämlich jetzt auf die Webseite tradery.com gehen. Ich werde euch die ganze Webseite jetzt gleich zeigen. Ich werde zeigen, was ihr beachten müsst, wie ihr euch anmeldet, also wie ihr auch einen Account erstellt und wie ihr danach etwas suchen könnt, etwas reinstellen könnt. Und dann zeige ich auch gerne meinen Account, wo ihr sogar mit mir gerne traden könnt, weil ich von mir auch viele Sachen drin habe. Zum Beispiel mein Schlingeltopf, kann ich kurz zeigen. Wo bist denn du? Hier bist du ja. Diese, genau. Und ihr könnt gerne auch bei mir mittraden. Ihr könnt auch mich anschreiben dort. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die Webseite. Wenn ihr auf der Webseite seid, der Link zur Webseite ist in der Beschreibung auch. Oder ihr gebt einfach ein Tradery oder Tradery.com. Da kommt ihr sofort hier drauf. Und wenn ihr jetzt hier drauf seid, dann seht ihr erstmal die unterschiedlichen Spiele, die es hier gibt. Und ihr könnt euch natürlich denken, welches Spiel ich eher mache, und zwar Adopt Me. Ihr drückt dann einfach auf das Adopt Me drauf und dann seid ihr hier. Das sieht auf dem Handy ein bisschen anders geordnet aus, aber das Prinzip ist gleich. Und man kann hier immer dann Pad sehen und alles was, und da können die Leute halt Sachen reinmachen, was sie zum Beispiel wollen dafür. Zum Beispiel der hier will für Mega Neon Robin, Mega Neon Schwan. Und da könnt ihr auch nach wirklich jedem Pet, was ihr wollt, suchen. Ihr könnt nach Shadow suchen, da könnt ihr das hier oben eingeben, Artikel. Und ihr könnt nämlich auch, warum es jetzt was mit mir zu tun hat, ihr könnt auch auf bei Artikel, also wenn ihr noch nicht eingeloggt seid, könnt ihr nur auf Artikel. Aber ihr könnt euch registrieren oder wenn ihr schon einen Account habt, könnt ihr euch hier einloggen. Und dann drückt ihr auf Registrieren und dort könnt ihr euch mit Apple registrieren, mit Twitter oder mit Discord. Müsst ihr aber noch nicht. Ihr könnt nämlich auch einfach hier unten jetzt eins erstellen, zum Beispiel Nutzername, dann das Passwort. Das Passwort müsst ihr hier nochmal wiederholen. Hier könnt ihr dann nochmal euer Geburtsdatum einspeichern. Ich weiß leider nicht genau, ob wie viele Jahren das hier ist. Es kann sein, dass man halt 13 oder so eingeben muss, oder dann noch älter. Keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Und dann hier am besten eine E-Mail, das heißt, macht das am besten diesen Account mit euren Eltern. Das wäre am besten, falls ihr selbst halt noch keine E-Mail und so weiter habt oder noch nicht so alt seid. Und dann könnt ihr das hier eingeben, weil falls ihr euer Passwort vergisst, könnt ihr euch damit euer Passwort wieder zurückholen. Dann könnt ihr auf Ich bin kein Roboter drücken und dann auf Registrieren. Ich zum Beispiel habe schon einen Account und darum sehen wir es gleich wieder, wenn ich eingeloggt bin. Ich bin jetzt eingeloggt. Ich heiße, wie man sich vielleicht denken konnte, LysaD. Ihr könnt mir auch gerne folgen, man kann nämlich Leuten folgen, dafür drückt ihr oben, wo Artikel steht, auf Benutzer und drückt dann auf und gibt dann halt ein LysaD. Und da bin ich auch schon hier. Ich habe leider noch 0 Bewertungen, ich habe das noch nicht so lange. Aber ich habe auch gerade ein paar Sachen drin, zum Beispiel meine Neon Core, meine Neon Golden Red. Und so weiter, wo ich einfach mal ein bisschen gucken will, was ich für Sachen kriege. Und bei euch steht dann hier wahrscheinlich auch irgendwo zum Beispiel hier oder so folgen. Ihr könnt mir gerne folgen, aber es ist keine Pflicht oder so. Versteht das nicht falsch? Ihr könnt ihr auch selbst mir auch erstellen. Zum Beispiel, wenn ich dann eins finde, was mir sehr gefällt, kann ich das auch annehmen. Und so weiter. Und ja, das ist halt so Tradery. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das genau macht. Und dann zeige ich euch auch noch, wo ihr aufpassen solltet, weil es hier leider auch Scammer gibt. Und das zeige ich euch jetzt richtig. Achso, und ich habe so einen schönen Bat-Dragon als Bild. Wenn ihr etwas, also wenn ihr ein Angebot machen wollt. Jetzt wenn man hier auf Tradery ist und ihr wollt ein Angebot machen. Zum Beispiel wollt ihr eine Candy kennen, wie ich. Ich bin ja, ich will mal eine Candy kennen ertraden. Das heißt, man gibt das Candy kennen hier ein.
Okay, ich habe es bei Benutzern gemacht, muss natürlich bei Artikel gucken. Und jetzt wurde das nicht gefunden. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es nicht zusammengeschrieben wird. Okay, man gibt Candy ein, ja, wird auseinandergeschrieben. Wenn ihr Candy eingeht, kommt es aber trotzdem dann hier. Da drückt ihr es einfach drauf und dann seht ihr hier die ganzen Sachen, ganz viele Sachen. Und manche haben schon drinne, was die wollen. Zum Beispiel, der will lieber gerne Neon Forest und Neon Känguru. Der will Neon Forest und einen Shadow Dragon und so weiter. Ihr seht das ja hier gerade. Und wenn ihr jetzt etwas offern wollt, dann könnt ihr es irgendwo draufdrücken. Zum Beispiel hier. Und man kann auch hier auch gesucht machen. Da kann man dann machen, das was, wenn halt die Leute was wollen. Zum Beispiel will der eine Pink Hat. Es ist unwahrscheinlich, ich glaube nicht, dass die Person das wirklich macht. Und dann drückt ihr hier einfach bei Angebote halt da drauf. Auf das Angebot und könnt dann hier ein Angebot machen. Und dann könnt ihr es eingeben, was ihr dafür geben wollt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mein Känguru gebe, dann gebe ich jetzt hier ein Känguru. Man muss beachten, das muss man auf Englisch alles dann schreiben, den Namen der Pets. Dann kann man jetzt hier auswählen Mega Neon. Und dann kann man das hier noch mehr. Und jetzt mache ich zum Beispiel noch einen King Monkey. Monkey King, der ist in Neon und auch dieses Fly White und noch ein Ninja Monkey. So, der Ninja Monkey, der ist auch in Neon und Fly White. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ihr könnt nämlich auf dieses Ohr drücken, das heißt oder, ist halt Englisch. Und dann könnt ihr, wenn ihr jetzt was reinmacht, zum Beispiel eine Fly Potion, dann heißt es dafür, wenn schon, kann man diese drei nehmen oder diese Fly Potion. Das geht auch noch, das machen wir jetzt aber zum Beispiel nicht. Wir machen zum Beispiel die nochmal raus. Und dann drücken wir es auf Submit. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Offer. Und dann ist das gestellt. Die Person kriegt dann hier oben bei diesem Benachrichtigungsfenster eine Nachricht, dass jemand etwa eine das gestellt macht hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meinen Account gehe, kann ich jetzt hier sehen bei Angebote, was ich für Angebote gekriegt habe. Zum Beispiel mein das Neon Snow All oder mein Pinkies Egg. Und so weiter. Und wenn ihr was reinstellen wollt, das geht genauso leicht. Da müsst ihr dann einfach ein Pet eingeben, was ihr reinmachen wollt. Zum Beispiel habt ihr ein Einhorn, da gibt ihr ein Unicorn. Geht ihr drauf und drückt hier oben auf Anzeige erstellen. Kann auch sein, dass auf Englisch bei euch ist, müsst ihr gucken. Und dann drückt ihr hier drauf, was es hat. Zum Beispiel, wenn es Fly White ist, könnt ihr das machen. Bei mir ist glaube ich nur Fly. Und dann könnt ihr jetzt noch hier oben wieder einstellen, ob es Neon ist oder normal. Bei mir ist es jetzt normal. Und ja, dann drücke ich jetzt, ihr könnt, achso, und was ihr noch machen könnt, ihr könnt jetzt auch noch hier machen, dass ihr etwas Bestimmtes wollt dafür. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ich will ein Känguru. Oder eine Turtle. So, das heißt, wir geben jetzt hier Turtle ein. Und dann heißt es jetzt, ich würde gerne eine Turtle wollen dagegen. Und dann kann ich eine Turtle dagegen kriegen und dann drücke ich auf Anzeige erstellen. So, da steht es okay. Hier oben ist es mein Angebot. Und dann sieht man, eher, ich will gerne eine normale Turtle. Und das ist außerdem auch meine, da sieht man immer die Beschreibung von den Leuten. Bei mir ist meine Beschreibung Welcome to my Profil oder Profile. Dann noch, das ist der offizielle Account von der SAD. Ich bin aus Deutschland und ich mache YouTube. Und dann sieht man hier nochmal, wann ich online bin und wann nicht. Und ja, so funktioniert das ganze Prinzip so auf Tradery. Man kann halt alles ertraden. Wirklich alles, was es in der Dogme gibt, gibt es auch hier, dass es Leute anbieten. Ihr müsst aber auch etwas aufpassen. Das hatte ich heute zum Beispiel. Hier oben könnt ihr nämlich, ihr könnt auch mit den Leuten chatten. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Anfragen gehe und Angebote, kann ich nämlich eine annehmen, accept oder ablehnen. Und ich kann auch eine Message der Person senden. Und das ist bei mir zum Beispiel öfters gewesen. Da geht man dann jetzt zum Beispiel, oh Gott, das will ich gar nicht. Genau, das ist nämlich dieser, den wollte ich euch nämlich zeigen. Das ist nämlich der Scammer gewesen. Der hat mir geschrieben, hi, ich akzeptiere dein Offer. Da habe ich mir für Neon Parrot mein Mega Neon Känguru angeboten. Und dann hat er geschrieben, add mich auf, genau, da hat er seinen Namen reingeschrieben. Und dann auf einmal schreibt er mir so einen Link. Und zwar so einen kompletten Fake-Link. Den zeige ich euch jetzt nochmal. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Ihr seht den auch bald nochmal. Bald kommt nochmal ein Video, wo ich darauf mehr eingehe. Merkt euch aber, öffnet niemals hier Links. Da steht hier auch nochmal.
Weil bei diesem Link, der will euer Passwort und euer Benutzernamen, dann ist der Account weg, wenn man ihn nicht geschützt hat. Und so, und dann haben wir das halt geredet und da habe ich das dann nämlich gemerkt auf Discord. Da habe ich ihn dann angeschrieben, da war was das soll und dann hat er mich halt irgendwann blockiert. Und ja, das ist Tradery. Man hat viele Möglichkeiten, Sachen zu traden. Ihr könnt halt gerne auch versuchen, mit mir zu traden. Im Notfall kann ich auch gerne mal mit euch schreiben. Ich nehme eigentlich alle Chats an, wenn ihr mit mir chatten wollt. Aber ist auch komplett kostenlos. Könnt mir halt gerne folgen und so weiter. Habe ich aber schon erwähnt. Und ja, das war die Webseite Tradery, wie man sich sein Dreampad ertraden kann. Es kann natürlich dauern, viele Tage mal, bis man ein cooles Offer kriegt und so weiter. Oder Angebot findet. Aber ich finde, es kann sich schon wirklich lohnen und es ist recht lustig, hier drauf das zu probieren. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön fürs Zusehen. Bye bye. Gerne die Glocke aktivieren, da kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung bei neuen Videos. Ein Like ist auch gesund. Und bis zum nächsten Mal. Bye.